Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomaten. Willkommen zu einem neuen Tag aus Berlin. Ich bin, ja, ich fühle mich aktuell gut. Als ich aufgewacht bin, habe ich mich aktuell noch nicht so gut gefühlt. Ich habe jetzt nur gut 5 Stunden geschlafen, dadurch, dass ich gestern einfach, glaube bis 2:30 oder bis 3 gewartet habe, bis das Video exportiert ist. Schnitt hat ja gestern 3 Stunden gedauert. Ich kann es euch nochmal sagen, das Video von gestern, das erste Video mit der SJ Action Cam, im Wasser. Es hat so ewig gebraucht zu schneiden, aber für mich hat es sich so krass gelohnt. Ich finde, es ist richtig geil geworden. Guckt euch unbedingt das Video von gestern an. Ich packe heute nochmal unten den Link rein. So happy bin ich mit dem Ding geworden. Heute steht wieder ein cooler Tag auf dem Programm. Ich treffe mich gleich mit Charlotte zum Frühstücken im Daluma. Dann werde ich ein bisschen was worken, dann fahre ich zu Kim und dann werden wir an unserem Projekt weiter tüfteln und dafür ein paar Videos drehen und dann auch die erste richtige Ansage machen, an was wir denn eigentlich arbeiten. Das landet dann natürlich nachher in der Tomatenshow, klare Sache. Und heute Abend steht noch Raw Monster Challenge auf dem Programm mit der ganzen Bande. Das wird ein sauberer Tag. Ich freue mich auf alles, was da so kommt. Bevor ich mich jetzt allerdings in 15 Minuten auf den Weg mache, möchte ich heute mal mit dem Content-Part in den Tag starten, denn ich bin ein großer Fan davon, einfach immer mal Dinge so ein bisschen anders zu machen, immer mal so ein bisschen durchzumischen und genau, die letzten Male war es ja recht spät, deswegen starten wir heute mal direkt mit dem Content-Part in den Tag. Für heute habe ich mir ein Thema rausgesucht, je länger ich dabei bin in diesem ganzen Online-Business-Ding, desto stärker merke ich das. Und zwar, warum ist... Also für mich persönlich, das möchte ich erstmal nochmal klarstellen, das digitale Tomaten-Nomaden-Dasein, um die Welt zu reisen, ein Online-Business zu haben, vielen, vielen Leuten damit zu helfen, ortsunabhängig zu sein und aber viel wichtiger noch zeitunabhängig zu sein, ist für mich das Beste aktuell. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, womit ich meine Tomaten verdienen könnte. Ich bin sehr, sehr happy. Und schön laut hier, wenn die Bahn vorbeifährt. Ich hoffe, man hört mich trotzdem gut hier mit dem Mikro, müsste aber gehen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Wer weiß, vielleicht ändert sich das in Zukunft. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird sich sogar ändern. Mal gucken, ich bin da flexibel und ich lasse mich da auch so ein bisschen überraschen. Aber aktuell ist es für mich das Beste. Aber, und das muss ich auch sagen, es hat auch nicht nur positive Seiten, das Ganze. Und zwar ein Punkt, den merke ich immer wieder, je länger ich in dieser Welt unterwegs bin. Und zwar, es ist auch ein Stück weit gefährlich, online sein Geld zu verdienen. Denn die Tatsache, dass man quasi ja, eine Tätigkeit am Laptop ausführt und das dann anderen Leuten hilft und sie sagen dann, okay, dafür gebe ich Geld aus und da bekommt man dann etwas dafür. Da muss man wirklich, wirklich aufpassen, dass man nicht den Kontakt zwischen dem, was man macht und dem, was letztendlich ja, den anderen Leuten, dass man da nicht diesen Kontakt verliert. Denn es ist ganz, 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 ganz unschön, wenn man etwas macht und nicht mehr wirklich im Kontakt zu den Früchten seiner Arbeit letztendlich steht. Also niemand will irgendwie eine Tätigkeit ausführen, die er macht und letztendlich darauf irgendwie keine Reaktion bekommt. Wir wollen sehen, wie anderen Leuten das hilft. Wir wollen sehen, was das andere Leute bringt. Und wenn wir jetzt ganz klassisch als Friseur tätig sind so und dann schneiden wir jemanden die Haare und der sagt hinterher, hey, das gefällt mir gut und man sieht seine Reaktion, wenn er in den Spiegel guckt, bumm, zack, bekommen wir ein direktes Feedback. Wenn wir irgendwie im Restaurant arbeiten und dann sagen die Leute, hey, heute war es aber besonders lecker und so, dann kann man sich als Küchenchef sagen, geil, habe ich gut gemacht. Aber in dieser Online-Welt, wenn man quasi am Laptop sitzt und dann ab und an bekommt man natürlich mal eine E-Mail und sagen Leute, hey, das ist richtig cool oder man bekommt mal einen Kommentar oder sowas, aber es fühlt sich nicht so ganz direkt nah an. Und das ist eine Sache, da dachte ich am Anfang, als ich gestartet habe, ja, online, ja, easy und so weiter, das gibt mir so viele Freiheiten, ich muss ja nicht so den direkten Kontakt zu Menschen haben. Und ich merke aber immer mehr, dass mir das auch wirklich wichtig ist, denn sonst geht mir so ein bisschen auch der Bock an meiner Sache verloren, wenn ich das die ganze Zeit nur komplett für mich mache und gar nicht so richtig ein Feedback bekomme, gar nicht so richtig sehe, wie das cool ist für Leute, dann merke ich, wie nach und nach so ein bisschen meine Motivation nachlässt. Und eine Änderung, die ich... Ja, so seit wir aus Barcelona wiedergekommen sind, seit April, Mai ungefähr, durchgeführt habe, ist, dass ich einfach verstärkt den Kontakt zu meinen Zuschauern, zu den Leuten, die meine Videos verfolgen, zu den Leuten, die ich dadurch kennengelernt habe, auch in der echten Welt suche. Das ist für mich wirklich der Schlüssel,
Denn ja, das zeigt mir, dass da wirklich echte Menschen da stehen. Wenn ich jetzt mein YouTube-Video hochlade, dann sehe ich da zwar, okay, jetzt hat es nach einem Tag schon 587 Leute haben das angeguckt und 33 Daumen nach oben und 27 Kommentare, dann ist das schön, aber es fühlt sich trotzdem nicht so ganz greifbar, nicht so ganz wirklich. Das ist auch eine Sache, über die hat Casey Neistat letztens in seinem Video gesprochen. Er hat ja jetzt knapp 1 Million Abonnenten und seine Videos werden irgendwie 300.000 Mal angeschaut. Und dann hat er in einem Q&A gesagt so, ja, dass er letztens bei der VidCon-Messe war, dass es halt voll schön war, die ganzen Leute zu treffen und alle sagen, hey, Casey, deine Videos inspirieren mich total und motivieren mich auch, meins zu machen und kann ich ein Selfie mit dir machen und kann ich dich umarmen und so weiter. Und das meinte er, das war halt richtig, richtig schön, weil er dadurch gesehen hat, hey, da stecken wirklich echte Menschen dahinter. Und das ist eine Sache, die kann ich nur bestätigen, seitdem ich verstärkt noch den Kontakt in der echten Welt suche, sehe ich nochmal, hey, das hilft ja wirklich Leuten. Bei der 100. Tomatenshow in Berlin, live in Berlin, das war für mich nochmal so ein absolutes Schlüsselerlebnis. Denn da habe ich nochmal gesehen, so krass, krass, da kamen einfach mal 40 Leute auf einen Fleck zusammen, die alle meine Videos schauen. Den Großteil der Leute kannte ich vorher noch gar nicht in echt. Ich kannte vielleicht vorher 10, vielleicht wenn es hochkommt, 15 Leute, aber den Großteil kannte ich einfach noch nicht. Und alle haben gesagt, hey Robert, das ist richtig cool, was du machst und das hilft mir weiter, das inspiriert mich, das motiviert mich, mein Ding zu machen, da lerne ich was, mach genauso weiter. Und das war einfach so, 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 so schön. Deswegen, ich möchte nochmal Danke sagen an alle, die an diesem Tag waren und die den gemeinsam mit mir gefeiert haben. Ich packe auch heute nochmal den Link unten rein. Jeder, der dieses Video noch nicht kennt, geht 1,5 Stunden, aber ich kann es jedem nur empfehlen, sich reinzuziehen. Es wurde jetzt schon 1500 Mal, glaube ich, angeschaut und ja, völlig zu Recht, wie ich finde. Also, was ich sagen will, ist, versucht, ja, diesen, wenn ihr euer Geld über die Online-Welt verdient oder verdienen wollt, dass ihr trotzdem nicht den Kontakt zu den Leuten in der echten Welt verliert. Wenn ihr die ganze Zeit nur an eurem Laptop sitzt, dann werdet ihr irgendwann merken, wie da so ein bisschen die Begeisterung nachlässt, weil ihr das Gefühl habt, hey, was bringt das denn eigentlich? Was hilft das denn Leuten? Und wenn ihr dann aber mal Leute in echt trefft und die euch sagen so, wow, cool mit deinen Videos, oh, da kann ich jedes Mal richtig was rausziehen, das gibt mir richtig Feuer, dann sage ich mir, okay, geil, ich mache auf jeden Fall das Richtige. Und das ist für mich ein elementarer Punkt, den ich überhaupt nicht mehr missen möchte. Also ich möchte nicht so ein klassisches Online-Business haben, wo ich einfach nur um die Welt reise und mich jeden Tag in ein Internetcafé hocke, boom, das war's, sondern ich möchte einfach auch, ja, so eine Base hier in Deutschland haben und da auch einfach viel unterwegs sein, weil ich einfach merke, dass es mir wichtig ist, den Austausch mit den Leuten zu haben, die ich letztendlich, ja, die meine Videos anschauen, über die Picknicks, über die Messen, über die Events. In regelmäßigen Abständen will ich da einfach solche Events am Start haben, wo Leute zusammenkommen, die ich kenne, die das cool finden, was ich mache und die mir dann auch das Feedback in der echten Welt geben. Und das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr wichtig. Da ist vielleicht so eine kleine, ja, so eine kleine Stolperstelle, wie ich sagen würde, für viele, viele Online-Business-Betreiber, für viele digitale Nomaden. Aber das lernt man, glaube ich, dann mit der Zeit. Und wenn man da so einen kleinen Shift einlegt. Jetzt persönlich, ich bin ehrlich gesagt, ich war noch nie happier mit dem, was ich mache, als jetzt aktuell. Weil ich habe das Gefühl, es läuft alles richtig gut. Da bildet sich eine geile Community. Die Videos werden gefeiert, die Kommentare werden immer mehr. Und ja, das Feedback ist einfach super. Und es macht mir richtig viel Spaß. Dadurch, dass ich jetzt auch, ich habe das Gefühl, jetzt im Sommer, wo ich jetzt hier war, Freitag geht es nach Bali, da werden wir erstmal so ein bisschen unser eigenes Ding machen. Da freue ich mich aber auch hart drauf auf jeden Fall. Da steht dann eher mal so ein bisschen Landschaft und Entdecken und Family Time auf dem Programm. Das wird auch sehr, sehr cool. Aber jetzt die letzten Monate, wo ich hier in Deutschland war, ich hatte das Gefühl, so gut wie jedes Wochenende ging irgendwo irgendetwas ab. Picknick hier in Bremen, hier in Hamburg, dann in Berlin DNX, dann 100. Tomatenshow und so weiter und so fort. Überall ging irgendetwas ab und ich habe ganz viele coole Leute getroffen. Und dadurch, dass ich jetzt den Großteil von euch, die immer fleißig in den Kommentaren dabei sind, auch in echt kenne, habe ich nochmal einen ganz anderen Draht dazu. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön und kann es euch empfehlen, wenn ihr etwas Vergleichbares startet, sucht auf jeden Fall den Kontakt in der echten Welt, sonst lässt da früher oder später so ein bisschen einfach der Kontakt zu der Arbeit und zu dem, was es letztendlich anderen Leuten bringt, nach. Oh, ist auf jeden Fall mal ganz angenehm rauszugehen, wenn es noch nicht so heiß ist. Es ist jetzt kurz nach 9 und ja, ich schätze mal so 25 vielleicht aktuell oder so. Sehr, sehr chillig. Ich gehe jetzt gerade noch bei der Post vorbei und jetzt ist nämlich meine SD-Karte. Ich habe mir ja vor ein paar Tagen die Action-Cam geholt und dann habe ich eigentlich eine SD-Karte mitbestellt und die kam nämlich nicht an wegen Lieferverzögerung. Deswegen musste ich mir halt eine jetzt am Medimax kaufen. Und jetzt ist die aber angekommen. Jetzt habe ich halt zwei. Jetzt überlege ich, ob ich die zurückschicke. Aber das ist auch so ein Hässel. Muss ich es ausdrucken, bla 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 bla. Vielleicht behalte ich sie auch einfach. Mal gucken. Vielleicht finde ich jemanden, der sie haben will.
Ja, genau. Und dann geht's ab ins Daluma. Frühstücken. Boots, Frühstück, aber natürlich nicht ohne Instagram. Guten Morgen. Immer. So wie immer. Chia Pudding mit Kaju, nice. Und ich habe natürlich I Want It All, wie immer. Klassiker. Ach ja, so ein Frühstück in der Luma ist schon, kann man schon mal machen. So sieht das Ganze dann aus, nachdem man ein Instagram-Bild gemacht hat. Schön, bei dir sieht es noch einigermaßen schön aus. Aber ich habe viel zu viele Farben und das ist alles durcheinander. Bist du zufrieden mit deiner Wahl? Ja. Chia-Pudding, läuft? Ja, finde ich lecker. Sehr gut. Diese Soße ist echt geil, Kaju. Mhm. Weißt du, was da noch drin war? Nee, ne? Mhm. Ist einfach nur bunt Mango oder sowas, glaube ich. Banane, Mango, Apfel und noch irgendwas. Ich finde, es schmeckt ein bisschen wie diese Hip-Fruchtfrei-Dinger, die man so kaufen kann. Hast du dir letztens erst wieder eingegönnt? Das ist voll geil, wenn du... Wenn nichts im Haus ist. Es gibt so, ich glaube, Heidelbeer-Apfel oder so. Ja. Und wenn man sich morgens irgendwie ein Müsli macht oder so, man hat genau keine Zeit für nichts zu Hause, dann kippe ich wieder so ein Ding, das schmeckt voll geil. Ich meine, es ist 100% Frucht, ne? Gibt Schlimmeres. Für Babys nur das Beste auf jeden Fall. Guts, Frühstück-Check. War lecker wie immer, oder? War gut? Ja, fand ich super. Fand ich auch. Ich habe das Gefühl, es ist einfach immer mein Fazit, wenn wir im Auto da sind. Finde ich super. Ich erzähle, glaube ich, immer das Gleiche. Sagen, oder? Nee, ist eigentlich immer richtig, richtig, richtig schön. Und auch so eine chillige Atmosphäre. Ich mag es einfach hier übelst gerne. Ja. Und jetzt mache ich mich auf den Weg ins Peterhaus, um ein bisschen zum Cowork mich zu treffen. Mal gucken, ob Sebastian da ist. Er wollte mir noch sein Buch geben. Und ansonsten mache ich ein paar Sachen und dann fahre ich zu Kim und dann mache ich Videos. Ach ja, jetzt bin ich wieder an meinem Lieblings-Content-Part-Drehplatz. Kreisverkehr Moritzplatz, aber für heute habe ich ja schon den Content Part, deswegen ziehe ich jetzt die unverrichteten Dinge weiter. Session beendet, äußerst produktiv, wieder Kommentare aufgeschlossen, sehr, sehr, sehr schön, Video für nachher klar gemacht. Jetzt habe ich gerade noch kurz mit Sebastian gequatscht. Sebastian hat nämlich jetzt vor ein paar Tagen sein Buch rausgebracht, Off the Path, eine Reiseanleitung zum Glücklichsein. Sehr, sehr nice, hat er mir gerade gegeben, werde ich auf jeden Fall die Tage mal reingucken und euch dann natürlich auch was davon erzählen. Jetzt mache ich mich aber erstmal auf den Weg zu Kim und dann werden wir weiter produktiv an unseren Plänen arbeiten. Snack, jetzt war ich mit meinem Bändel einen grünen Smoothie. Jetzt gibt es hier einen leckeren. Ich habe gerade noch hier Petersilie organisieren können. Petersilie mit Mangold und Bananen und Weintrauben. Weintrauben sind übrigens ein absoluter Geheimtipp für grüne Smoothies, wenn man nicht irgendwie was Süßes hat. Weintrauben machen sehr, sehr, sehr süß und sehr, sehr, sehr lecker. Muss man allerdings ein Weilchen mixen, damit der Kern kaputt geht. Bananas und Weintrauben drin. Ich finde, das sieht ziemlich schön aus. Auf jeden. Und genau das lasse ich mir jetzt schmecken. Gerade im Beta-Haus war nämlich auch ausgesprochen produktiv. Ich habe nämlich jetzt, ich komme ja am 2. September wieder aus Bali zurück und dann ab der Woche darauf bin ich wieder in Berlin für einen Monat und dann habe ich gerade jetzt Airbnb klar gemacht. Und wisst ihr, was richtig, richtig, richtig geil ist? Wer meine neue Nachbarin wird bei meiner Airbnb-Wohnung,
Ja. Ich habe einfach meine Wohnung random, Nummer 69. Ne. Kein Witz. Quatsch. Ja. Juhu. Wirklich. Ich dachte so, die Adresse kenne ich doch. Habe ich nochmal auf Maps geguckt. Hey, ist ja voll geil. Zack. Voll geil, ey. Yeah, da können wir zusammen frühstücken. Richtig. Bist du doch gleich hier eins. Ein? Ich glaube nicht. Oh, schade. Ich habe nicht so viele Bilder von der Wohnung gesehen. So. Ist das ein Haus weiter? Das gleiche hier nebenan, ne? Ja. I need you here with me. You see it on my face. Hello! Boom. Wir haben gerade was Cooles gemacht. Was haben wir gemacht? Wollen wir es erzählen jetzt zum allerersten Mal? Auf jeden Fall. In den letzten Tagen waren ja schon in den Kommentaren auf jeden Fall die Hölle los. Alle sagen so, jetzt erzähl doch mal! Nope. Wir haben nämlich gerade 6 Videos gedreht für... Willst du es erzählen? Eigentlich die Idee kommt ursprünglich von Kirma. Also ich finde, du musst anfangen zu erzählen. Ja. Soll ich dir sofort die Idee jetzt sagen? Ja. Okay. Wir haben... Verarscht aus. Wir haben vor, beziehungsweise es steht eigentlich schon. Domain ist registriert. Alles ist fertig. Und zwar, ich sag erstmal, wie es heißt. Sag mal, wie es heißt. Das Ganze heißt Studio V. Jetzt müssen wir uns so eine Fanfare hier decken und so. Und Studio V ist ein Netzwerk für vegane YouTuber. Aber kein klassisches Netzwerk, nicht diese komischen Netzwerke, die ganz viele Einnahmen abzwacken und nichts machen und so, sondern wir wollen eine Community auf die Beine stellen. Wir wollen, also eigentlich die Community ist ja schon da, wir wollen sie nur bündeln und wir wollen sie zusammenbringen und wir wollen regelmäßige geile Events veranstalten. So aktueller Plan ist so alle 6 bis 8 Wochen so ein fettes Ding zu starten, wo wir uns connecten, wo wir einfach geile Dinge zusammen machen, wo wir Vorträge hören, so ein bisschen so, ja, halt einfach die Community stärken. Genau. Und das ist so der Langzeitplan? Der Langzeitplan ist überragend. Und zwar möchten wir gerne eine Art Coworking Space mieten, in dem wir eben alle zusammen miteinander arbeiten können, in dem wir, wenn es natürlich klappt, und ich hoffe, dass es klappt und es wird klappen, dass wir eine Wohnung haben mit einer ziemlich geilen Küche, wie eine Art Showküche, wo man Rezeptvideos drehen kann, dass wir noch einen extra Raum haben, der wie eine Art Filmset ist, wo man eben Kooperationen machen kann, wo man zusammen Videos drehen kann. Wo wir das ganze Video-Equipment am Start haben, dass nicht jeder mit seinen Softboxen traveln muss und so. Genau, also, der Plan, also einfach mit so einer fetten Kamera nach Berlin zu kommen, ist halt immer ein bisschen blöd. Und dass man sich eben auch die Kameras ausleihen kann, damit rumlaufen kann, etc. Also eigentlich der Plan ist, wer, klar, es kommt jetzt nicht jeder aus Berlin, aber wer hier mal vorbeikommt, dass er reinkommen kann und gleich so eine Anlaufstelle hat, wo die anderen Leute treffen kann, wo man irgendwie gemeinsam chillen kann und coole Sachen machen. Und eigentlich beziehungsweise dieses Netzwerk hat eigentlich 2 Hauptdinge. Das erste ist einfach mal, die Community zusammenzubringen und wirklich so einen offiziellen Rahmen zu haben. Für uns intern wie auch nach außen hin. Also auch um nach außen für Firmen Präsenz zu zeigen, um als gebündelte, auch gerade als vegane Community. Es gibt eben noch kein Netzwerk für Veganer oder für Leute, die mit dem Mindset, mit dem wir fahren, eben die das auch unterstützen. Und es ist natürlich super nach außen hin, auch gerade für Firmen als Kooperationspartner gebündelt aufzutreten, dass sie dann nicht halt die einzelnen Personen anfragen müssen, sondern eben die einzelnen, das Netzwerk anfragen können und sagen können, so, ich habe Bock, mit allen von euch was zu machen. Habt ihr auch Bock? Fertig. So. Und für Keimling oder für irgendwelche anderen Firmen ist es natürlich super interessant, wenn sie nicht nur wissen, okay, jetzt kann ich mit dem einzelnen YouTuber was machen, sondern wir sind da einfach mal eine Mannschaft von 30 Leuten, die irgendwie was Gleiches machen. Ja. Dann ist es natürlich für die einfach auch eine geile Sache. Und wir glauben, wenn wir das so ein bisschen bündeln, dann können wir nochmal alle unsere Kräfte so gemeinsam in einen Topf werfen und nicht, dass jeder so ein bisschen so sein eigenes Ding macht, sondern wir gehen da einfach gemeinsam los. Ja. Gemeinsam ist man doppelt so stark. Dreifach. Mindestens. Ja. Wie geht's weiter jetzt? Wir haben geplant, also jetzt übermorgen geht's erstmal nach Bali und dann werden wir das so ein bisschen ruhen lassen. Wir haben schon aber schon viel gemacht. Ja, alles. Ist eigentlich, das Verrückteste ist, wir können ja aktuell sprechen, ist ja aktuell. Ja. Die Idee kam letzte Woche Dienstag. Montagabend, glaube ich, habe ich die Idee gehabt, weil ich mir andere Netzwerke angeguckt habe. Dienstagmorgen habe ich es dir erzählt. Mittwoch. Dienstag bin ich erst angekommen. Ja gut, dann war es, genau. Mittwochmorgen habe ich es dir im St. Oberholz erzählt. Donnerstag haben wir das erste Meeting gehabt, das ging fast 5 Stunden im Vegans und in The Bowl und so. Freitag ging es schon los, dass du wie so ein Irrer auf Fedora irgendwie rumgemurkselt hast und dann auf einmal, und jetzt stehen wir heute hier, was haben wir heute? Mittwoch, eine Woche. Seite steht, so gut wie. Ja, Videos sind gedreht, haben wir gerade gemacht. Plan steht, Domain ist angemeldet. Alles fertig. Also eigentlich können wir bald die Tore öffnen. Ja.
Aber erstmal fliegst du in Urlaub. Aber das wird geil. Also ich will auf jeden Fall nochmal Danke sagen, Kim, dass du diese Idee hattest und dass du mich damit so schnell angesteckt hast. Danke, dass du dabei bist. Ich war eigentlich gleich sehr Feuer und Flamme und ich finde die Idee richtig, richtig geil. Vor allem auch, was in mir nochmal dieses bewegt hat, war einfach diese 100. Tomatenshow, weil es einfach so viele Leute nach Berlin gekommen sind, extra hergefahren und dann einfach so eine geile Zeit hatten. Und jetzt, ich bekomme immer noch Nachrichten und Kommentare von Leuten, die sagen, es war so cool und ich würde sofort wieder vorbeikommen. Und unser Plan ist einfach, diesen Spirit mitzunehmen und da was Regelmäßiges draus machen. Nicht, dass man irgendwie einmal im halben Jahr die ganzen Leute sieht, sondern halt wirklich regelmäßig alle 1 bis 2 Monate da eine fette Party feiert und sich connected, Videos macht. Und auch die Events nochmal ein bisschen aufwendiger zu machen und ein bisschen noch mehr mit Liebe, als es schon bei deiner Tomatenshow war. Jetzt, genau, jetzt habe ich ja hier die Expertin dafür mit an Bord. Volles. Das wird schön. Ja, das nur mal so als kleiner Einblick, den wir euch schon mal geben wollten. Auf jeden Fall wird natürlich in Zukunft noch viel, viel mehr dazu kommen. Das werden wir dann am Anfang September nochmal angehen, aber nur hier an dieser Stelle schon mal so ein kleines Leckerli, könnte man sagen. Kleines Bonbon hingeworfen. Schreibt mal unten rein, wer von euch Bock hätte, also jetzt, ihr wisst ganz natürlich noch nicht genau, was da passiert und wie das alles wird und so, aber ganz grundsätzlich, wer Bock hat, kann schon mal unten reinschreiben. Ja. Und gerne auch Fragen. Das würde mich natürlich auch interessieren, was euch so für Fragen kommen. Weil ich glaube, für uns ist es auch schon so alles ziemlich klar. Aber ich wette, von euch kommen noch so Sachen, wo wir im Leben nicht dran gedacht hätten. So wie, okay, müssen wir dann alle einheitliche Klamotten tragen? Darüber habe ich bisher auch noch nie nachgedacht. Also, aber wir werden darüber nachdenken. Eine Schuluniform wird es hingeben. Nee, stellt uns auf jeden Fall die Fragen. Ich freue mich da schon total drauf. Werde auch bei dir in den Kommentaren einfach mit aktiv sein. Und wird gut, oder? Ich habe Bock. Kim, darauf ein Boom. Was eigentlich? Ja. Achso, wir wollen dir was zeigen. Was machen wir hier? Wer bist du? Wie kommst du in mein Zimmer? Genau. Und bevor wir jetzt allerdings diesen Part hier beschließen und unser Video-Equipment abbauen, muss ich euch einfach unbedingt nochmal zeigen, was wir gerade aufgebaut haben, denn es ist wirklich Oscar-reif. Pass mal auf. Muss ich kurz abschrauben. So sieht die ganze Geschichte aus, die wir uns hier aufgebaut haben. Also erstmal Joby Tripod, kennt ihr? Hier geht mit einem Kabel ins iPhone, geht der Ton rein. Der Ton ist dann hier vorne auf die Messerspitze quasi raufgeklemmt, könnte man sagen. Und dann geht das Ding hier nach hinten und damit wir eine gute Balance haben, hängt hier der Beutel. Meiner Salatgabel. Ja, genau. Für ein Salatbesteck. Und es hat uns sehr gute Dienste geleistet, damit wir natürlich hier alle gleich, boom, gleich laut sind. Also ich kann jedem nur empfehlen, so diese Konstruktion lassen wir uns auf jeden Fall noch patentieren. Und dann wird es auch noch ein fettes Business. Boah, nach der krassen Arbeit hier, die ganzen Videos haben uns erstmal eine Stärkung verdient. Jetzt gibt es hier, hat Kim gekocht, Schokolade mit Datteln. So, da sind wir wieder. Was ist das hier? Ivani Panama, 75. Oder ist das eine 15? Mm-mm. 75. 75. Wegen Kakao. 100% Kakao. Geil. Und die ist eben nicht mit weißem Zucker, sondern mit Kokosblütenzucker. Was ich super finde. Ast rein. Weil dann bricht dein Insulinspiegel nicht so hart zusammen. Kannst auch mal ein Stück Schokolade essen, ohne dass du stirbst. Super geil. Bin ich dabei. Und bester Mix. Dattel. Oben so eine geile Dattel drauf, das ist überragend. Mega gut. Schmeckt wie Karamell mit Schokolade. Lass es dir schmecken. Thanks a lot. Das schmeckt gut. Okay, mir ist gerade was hart Ärgerliches aufgefallen. Ich bin gerade von Kim los. Treffe mich jetzt mit Olli und Lilo zum Raw Monstern. Ich habe blöderweise bei Kims Ladekabel für die Cam vergessen. Ich habe nur noch so ein Stück Akku und der andere ist komplett leer. Den habe ich aber auch bei ihr vergessen. Deswegen werde ich jetzt mal nicht mehr so viel unterwegs vloggen, sondern werde mich mal direkt zum Raw Monster beamen. Zack, da sind wir. Guck euch das mal an. Das ist gerade ein bisschen ausgerastet. Die fleißigen Küchenelfen rollen hier den Teig. So. Ich glaube, die beste Taktik ist einfach mit dem Finger das so rauszunehmen und dann einfach mit... So runter zu klatschen. Hey, das sieht einfach mal, in der Kamera sieht es noch viel besser aus als in echt. Guckt euch das mal an. Oh ja. Übergut. Wir haben jetzt hier Himbeer und Erdbeereis. Können wir die Zuschauer hier voll reinlegen. Sieht viel blöder. Himbeer und Erdbeereis, dann hier oben noch Weintrauben oben drauf, Erdbeeren, Schokosauce.
So, zweiter Versuch. Ich bin nicht mehr gewöhnt, wie das mit dem iPhone funktioniert. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall noch an. Ich muss jetzt so ein roter Knopf, den musst du ganz drauf. Hey, der ist schon gedrückt, oder? Ja. Ja. Ich habe jetzt nämlich ärgerlicherweise bei Kim mein Ladekabel vergessen. Wir haben heute schon irgendwie 7 Akkus durchgeballert, dadurch, dass wir vorhin die ganzen Videos gedreht haben. Und jetzt habe ich nichts gerade und deswegen wechsle ich jetzt hier mal back to the roots wieder zum iPhone. Das scheint mir aber auf den ersten Blick eigentlich auch ziemlich gut. Oh ja, nicht ganz so bunt, aber eigentlich auch ganz schön. Das sieht ziemlich gut aus. Aber ah ja, hier gibt es übrigens auch noch mehr. Ich würde sagen, wir können dann, ne? Oder? Ja. Geil. So, die Epicness war natürlich noch nicht genug. Ich habe jetzt hier noch gerade Feigen drauf gemacht. Und jetzt haben wir auch noch Kokosraspeln, die auch noch oben drauf kommen. Für die Farbe. Oh. Ja, Lilo gegen die Schale wirkt dein Tablet auch wieder wie so ein normales Telefon. So riesig, ey. Heftigst. Es ist schade, dass sie nicht aus Glas ist. Das wäre noch geiler, wenn man einfach komplett die ganze Schicht sehen kann. Ja, das wäre krass. Das wäre richtig heftig. So, wir haben dann mal was vorbereitet. Ein bisschen Eis. Leute, habt ihr Hunger? Mhm. Yes. Mal gucken, wie die Situation in einer halben Stunde aussieht. Ich würde sagen, los geht's. Okay, wer macht den ersten Anstich? Go for it. Olli, nimm reichlich, ne? Mm. Super gut. Is it good? Mm. Nice. So, kurzer Zwischenbericht. Wir sind auf jeden Fall, ich würde sagen, mindestens 50% schon in die Schüssel rein. Läuft ganz gut, aber wir schwächeln auch schon, oder? Ja. Wie läuft's bei dir? Definitiv. Ja, kann noch ein bisschen, aber nicht mehr allzu viel. Nicht mehr viel, ne? Bei mir ist auch schon so, mal gucken. Jetzt zeigt sich, wer hier die harten Eisesser sind und wer einfach nur auf dem Boden liegt und chillt. Danny. Haut rein, Freunde. Ach ja, und dort haben wir übrigens noch Nachschub an Toppings und sowas. Also wenn wir hier noch Hunger kriegen, können wir gerne noch nachlegen. So, ich glaube, du hast deinen eigenen Kanal, wir sind raus. Das erste Video und du hast natürlich Dennis, sorry, ich muss dich mal kurz stoppen. So, wir haben es auf jeden Fall fast geschafft, aber nur fast. Und ich habe das Gefühl, die letzten 10 Kilometer bin ich komplett alleine gesprintet. Der Rest der Mannschaft chillt schon hier. Super. Komm, Ali, du schaffst es noch. Oh ja. Und wenn ich dich füttere... Auch nicht. Und wenn ich dir die Schüssel auf den Bauch lege? Auch nicht. Oh, was war so lecker? Das ist echt jetzt so nur noch so ein Klecks. Ich würde sagen, für 90% haben wir geschafft. Babuts, das war schön. Mit Olli und Lilo lecker Eis gegessen. Ach, das war richtig, richtig herrlich. Hat übel Spaß gemacht. So, nicht weiter erzählen, dass ich jetzt hier bei Rot über die Straße fahre. Bock gemacht. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Ich brauche jetzt noch ein ganzes Weilchen und wir haben uns jetzt hier voll verquatscht und es ist jetzt schon 0 Uhr. Ich brauche, glaube ich, eine gute halbe Stunde und dann bin ich zu Hause und ich muss jetzt hier mal ganz kurz wechseln. Gute halbe Stunde, dann bin ich zu Hause und dann bin ich 12:30 da. Dann noch Videos schneiden und auf den Export warten. Das wird noch lange heute. So, fast geschafft, fast zu Hause, jetzt ist es 12:30 und jetzt werde ich mich ans Videoschneiden setzen. Ihr Lieben, ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle. Wir sehen uns morgen wieder bei einem so cooler Tag. Nur Highlights heute Frühstück in der Luma, weil sehr nett ist mit Kim. An Studio V weitergearbeitet. Ihr Lieben, ich würde euch mal bitten, schreibt mir mal einen Kommentar rein, was ihr davon haltet. Findet ihr das eine geile Idee? Habt ihr Ideen? Habt ihr Fragen? Habt ihr Vorschläge? Haut mal eure Meinung dazu rein. Wie findet ihr das so? Darauf sind wir sehr gespannt. Kim meinte vorhin zu mir so, oh, sie würde am liebsten jetzt heute schon die ganzen Kommentare lesen. Also, haut mal fleißig was rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Werde jetzt nach Hause gehen und dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ihr Lieben.